Wie gut kennt ihr Australien? Um das herauszufinden, gibt es in diesem Video ein Quiz mit 20 Fragen aus allen Bereichen. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gerne diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Heute machen wir das ultimative Australien-Quiz für alle Australien-Kenner und die, die es werden wollen. Einige der 20 Fragen sind einfach, manche etwas schwieriger, aber es ist für jeden was dabei und ich bin mir sicher, dass ihr auch die ein oder andere Sache für euren eigenen Australien-Aufenthalt lernen werdet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Ergebnis ihr erzielt habt und auch was euch besonders überrascht hat. Bei mir ist heute mal wieder Maren. Hallo Maren. Hallo Chris. So, legen wir gleich los. Was ist denn die erste Frage? Viele Touristen und Auswanderer unterschätzen die Größe Australiens. Was denkst du? Wie oft passt Deutschland etwa in Australien rein? 3-mal? 5-mal? 12-mal? Oder 21-mal? Na, habt ihr eine Ahnung? Also die Antwort ist das letzte, es ist 21-mal. Gesamtfläche von Australien über 7,7 Millionen Quadratkilometer, Deutschland im Vergleich nur etwa 350.000 Quadratkilometer. Die Rechnungen variieren aber immer etwas, je nachdem, ob man zum Beispiel die Gesamtfläche oder nur die Landfläche mit einbezieht. Okay. Wichtig aber auf jeden Fall bei eurer Reise zu wissen ist, die Distanzen sind viel größer, als man denkt und ihr werdet in 3 Wochen Urlaubszeit nicht einmal rund um Australien fahren können. Nächste Frage für euch, wie nennt man die Pickup-Trucks in Australien? Also die richtige Antwort ist tatsächlich Ute und da schreibt man wie den deutschen Frauennamen Ute. Genau, und das steht für Utility Vehicle. Pickup sagt man wirklich nur in Deutschland und manchmal in Amerika, glaube ich. Ja, die nächste Frage an euch ist, das Schnabeltier, das kennt ja jedes Kind. Aber es gibt eine weitere eierlegende Säugetierart in Australien. Und wisst ihr zufälligerweise, was das für eine Art ist? Eine eierlegende Säugetierart. Das ist nämlich der Schnabeligel, der gemeinsam mit dem Schnabeltier die Ordnung der Kloakentiere, der sogenannten Monotremata, bildet. Der Schnabeligel, der sieht aus wie ein Igel mit riesigen, krallenbewehrten Pfoten, hat aber einen rüsselartigen Schnabel und ernährt sich vor allem von Ameisen und Termiten. Also letztendlich genauso verrückt wie viele andere australische Tiere, muss man ja sagen. Und unglaublich niedlich. Also sehr niedlich, so definitiv. Sie haben so ganz große, breite Pfoten mit so langen Krallen dran und die sind einfach nur ganz putzig anzusehen. Okay, jetzt kommt so eine ganz typische Popkulturfrage hier. Welche dieser 5 Schauspieler oder Sänger kommt denn nicht aus Australien? Kylie Minogue, Nicole Kidman, Hugh Grant, Russell Crowe oder Hugh Jackman? Ja, also das sind ja alles wirklich weltbekannte Personen. Aber einer fällt raus und das ist Hugh Grant. Hugh Grant ist ein britischer Schauspieler, der vor allem durch seine zahlreichen Liebeskomödien bekannt ist. Ne? Bridget Jones, Notting Hill, tatsächlich Liebe. Aber alle anderen kommen tatsächlich aus Australien. Okay, wieder was gelernt. Ja, gut, dann mache ich direkt mal weiter mit der nächsten Frage. Und zwar, die Aussies, die kürzen gerne und viel ab. Avocados, die werden zum Beispiel zu Avos, Breakfast zu Brekkie und Mandarins, also Mandarinen, die werden zu, na? Sie werden zu Mandys und all diese Abkürzungen werden auch tatsächlich verwendet auf Schildern, in der Werbung oder auch im Gespräch. Sollte man kennen, ein Video zu Abkürzungen findet ihr übrigens in der Playlist weiter unten. Nächste Frage, was gibt es mehr in Australien, Einwohner oder Schafe? Die Frage liebe ich, die finde ich so klasse. Die richtige Antwort darauf ist, kleiner Trommelwirbel, die Schafe, weil auf 1000 Einwohner kommen nämlich ungefähr 5536 Schafe. Also etwa, ziemlich genau. Gibt es verschiedene Rechnungen, aber das ist so ungefähr die Zahl, die man immer wieder findet. Ja, definitiv. Die Schafindustrie, wie man so nennen kann, ist eine große Sache in Australien. Genau. So, die nächste Frage ist, haben auch männliche Kängurus einen Beutel? Und diese Frage stelle ich, weil ihr kennt vielleicht die Känguru-Chroniken in Deutschland. Und da gibt es ein männliches Känguru, das ja auch einen Beutel hat. Stimmt, das ist tatsächlich so. Mhm. Ja, also die Antwort ist nein, den Beutel haben nur die Weibchen. Also in dem Beutel werden ja die Jungtiere großgezogen, die sogenannten Joeys. Es gibt auch weitere Beuteltiere in Australien, zum Beispiel den Fuchskusu oder den Gleitbeutler. Und auch bei denen haben nur die Weibchen einen Beutel. Ein paar hübsche Videos von mir mit diesen Tieren könnt ihr übrigens auch finden in der Short-Sektion auf diesem Kanal. Maren ist ja Wildtierpflegerin und zu Fort- und Ausbildungszwecken durfte ich die Tiere auch schon mal hier präsentieren. Okay, gleich zur nächsten Frage. Paul Hogan, der spielte ja Crocodile Dundee in dem gleichnamigen Filmkomödien. Aber ist Paul Hogan auch wirklich ein Australier? Und die Antwort lautet ja. Paul Hogan ist Australier. Der wurde in Parramatta geboren. Das ist ein Stadtteil von Sydney. Und die Filme von dem sind einfach nur klasse. Finde ich auch heute immer noch gut. Ja, ist immer noch schaubar. Ja, ist toll. Okay, gut gealtert.
So, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was ist Goon? G-O-O-N, Goon. A, ein kleinschnabeliger Tropenpapagei. B, ein verstecktes Wasserloch im Outback. Oder C, ein billiger Wein, der in Kanistern kommt. Na, wisst ihr es? Okay, es ist natürlich der billige Wein, den es in sehr vielen Varianten gibt und der von vielen Anbietern hier hergestellt wird. Den gibt es in weiß, in rot, in trocken und meistens sehr fruchtig. Die Gemeinsamkeit ist halt, dass es einfach die einfachste Qualität von Wein ist. Man kauft ihn in 2, 4 oder 5 Liter Boxen. Das sind dann so Pappkartons, die haben im Inneren so einen Schlauch, also einen kräftigen Plastikbeutel und da ist halt der Wein drin. Dann ist so ein Hahn im Karton, den kann man rausziehen und Goon ist vor allem in der Backpacker- und der WHV-Szene sehr beliebt, weil er eben so billig ist. Nächste Frage, Geografie. Sydney liegt an der Ostküste Australiens, Perth an der Westküste. Wie viele Kilometer Luftlinie liegt denn jetzt zwischen diesen beiden Städten? Sind das so ungefähr 1300 Kilometer, 3300 Kilometer oder 7300 Kilometer? Ja, also ich sage mit den Distanzen, das ist in Australien auch nach so vielen Jahren immer noch sehr schwierig. Ja. Die richtige Antwort in dem Fall ist Antwort B. Der Abstand zwischen Sydney und Perth, der beträgt 3290 Kilometer Luftlinie. Und Google Maps sagt übrigens, dass die reine Autofahrzeit, also ohne Pausen und Hindernisse, etwa 41 Stunden beträgt. Das ist eine ähnliche Fahrzeit wie zum Beispiel von Frankfurt am Main bis nach Beirut im Libanon. Also Australien ist echt richtig groß. Ja, schon extrem. Ein Bekannter von mir hat sein Auto an jemanden verkauft, der das in den Jemen gefahren hat. In, glaube ich, 2 oder 3 Tagen. Hm. Das ist ja ungefähr so die gleiche Fahrzeit dann wie hier von Sydney nach Perth. Okay. Welche bekannte australische Insel ist die größte Sandinsel der Welt? Ein kleiner Tipp dazu. Diese Insel wird auch oft als eine der gefährlichsten Inseln der Welt genannt. Da gibt es reißerische Strömungen im Wasser, Haie, gefährliche Quallen und Krokodile. Und außerdem ist es auch noch die Heimat vieler tödlicher Spinnen. Ja, wie heißt diese Insel also? Ich kann es euch sagen, es ist Kigari, früher auch als Fraser Island bekannt und vermarktet. Kigari liegt vor der Ostküste Australiens und ist dank seiner unglaublichen Natur ein beliebtes Ausflugsziel, sowohl für Touristen als auch Australier. Ich glaube, 90% der Besucher haben das definitiv hier auf ihrer Bucketlist, wenn sie nach Australien kommen. Okay, bleiben wir bei großen Landmarks. Ihr habt natürlich alle schon von Uluru gehört, dem sagenhaften roten Felsen im Outback Australiens. Der reicht einige hundert Meter in die Höhe und ist ein sehr imposanter Anblick im ansonsten sehr flachen Outback. Die Frage ist jetzt, wie tief reicht denn dieser Berg in den Boden hinein? Sind das 5 Meter? 50 Meter, 400 Meter oder 2500 Meter? Also der Uluru, früher auch als Ayers Rock bekannt, der reicht tatsächlich 2,5 Kilometer in die Tiefe. Das heißt, man sieht wirklich nur die Spitze des Eisbergs quasi. Na gut, Eis des Wüstenberges so. Und falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, ob sich eine Reise dahin lohnt, weil man ja wirklich bis in das Zentrum des Australien hinkommen muss, das tut es sich in jedem Fall. Ich war sehr, sehr skeptisch vor meiner ersten Reise und ich habe lange gebraucht, um da hinzukommen. Aber es hat all meine Erwartungen gesprengt. Also da draußen, da herrscht eine Atmosphäre, man fühlt sich wie in einer ganz, ganz anderen Welt. Wichtig ist allerdings, beachtet, dass der Uluru, das ist ein Heiligtum für die Ureinwohner und man muss sich dort an Regeln halten, um dieses Heiligtum auch zu respektieren. Auf jeden Fall. Und ich stimme dir zu, es ist eine der klassischen Sehenswürdigkeiten in Australien, die nicht überbewertet sind. Ne? Ja. Also bloß, weil da jeder hinfährt oder weil man das machen muss, das macht es nicht schlechter. Es ist auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Baut es in eure Reise ein, wenn ihr irgendwie könnt. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Bitte. So, Australien, das ist für die Wüste, das Outback und das Great Barrier Reef bekannt. Aber es gibt auch einige Gebirge. So, das ist eine richtig oder falsch Frage. In den australischen Alpen fällt mehr Schnee als in den Schweizer Alpen. Wahr oder falsch? Ja, das ist tatsächlich korrekt, so unglaublich das auch scheinen mag. Hier in Australien gibt es auch Skigebiete, die im Winter auch gut genutzt werden. Für die Skiprofis unter euch kann man aber auch sagen, allgemein bekannt ist, dass sich das nur eingeschränkt lohnt. Im Vergleich zu der Infrastruktur, wenn sie in Deutschland oder Österreich hat, ist das hier schon relativ wenig und vermutlich eher was man vielleicht mal abhaken möchte. Mhm. Ich wollte noch ganz kurz anmerken, dass viele Leute erstaunt sind, dass in Australien tatsächlich schneien kann. Und das gilt natürlich auch wirklich nur an ganz wenigen Orten, aber es gibt in Australien Schnee. Ja, es gibt auch in Queensland Schnee, ganz, ganz, ganz selten. In Brisbane hat es noch nie geschneit, aber in Toowoomba, 2 Stunden entfernt von hier, kann das im Winter ab und zu mal vorkommen. Einzelne Flöckchen, das bleibt auch nicht liegen, aber die Leute ticken dann hier auf jeden Fall vollkommen aus. Auch bei Frost ticken sie schon aus. Wenn sie irgendwie so gefrorene Gräser sehen, raureif und sowas, dann glüht Instagram. Ja. Okay, also,
Wir haben eben schon über Uluru geredet. Wir bleiben bei den indigenen Völkern. Die Aboriginals gelten ja als die älteste noch lebende Kultur auf unserem Planeten. Wie lange leben die denn schon mindestens in Australien? Sind das 10.000 Jahre, 65.000 Jahre oder 90.000 Jahre? Ja, es ist wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, die hier sind. Und die Zahlen verändern sich auch regelmäßig, wenn es wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Aktuell, laut dem National Museum of Australia, haben die Ureinwohner mindestens 65.000 Jahre in Australien gelebt. Also eine wahnsinnig lange Zeit. Damit ist Antwort B korrekt. Ja, schon extrem. Wenn man überlegt, wie viel der Ereignisse, die man so im Geschichtsunterricht lernt, einfach nur in den letzten 2.000, 3.000 Jahren spielen. Wirklich, so, wirklich direkt, extrem. Ja. Das sind gerade mal 5% von dieser Zeit. Ja, damit kann ich auch mit der nächsten Frage weitermachen. Es gibt einen Feiertag in Australien, der sich Melbourne Cup Day nennt. Und meine Frage ist, was wird denn da gefeiert? A. Handelt es sich dabei um ein Pferderennen? B. Ist das der Geburtstag von James Cook? Oder C. Ist das der Tag der Gründung der Porzellanmanufaktur in Melbourne? Ja, also der Geburtstag von James Cook ist es nicht. Der ist ja doch etwas unpopulärer geworden in den letzten Jahren. Und mit Porzellan hat das auch nichts zu tun. Es ist tatsächlich der Tag des größten Pferderennens in Australien. Heutzutage steht das aus Tierschutzgründen allerdings oft stark in der Kritik, aber es wird immer noch von vielen Leuten doch sehr gefeiert. Nächste Frage für euch. Wahr oder falsch? Im Jahr 1954 wurde der Australier Bob Hawke in das Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen, nachdem er ganze 2,5 Liter Bier in nur 11 Sekunden trank. Und später wurde er dann auch noch Premierminister von Australien. Ja, so unglaublich das ist, diese Geschichte ist tatsächlich wahr. Sie ist auch sehr australisch in vielerlei Hinsicht. Ja. So, es wird wieder spannend, wahr oder falsch. Jedes Jahr sterben etwa 200 Menschen in Australien durch Krokodilangriffe. Ist das korrekt? Ja, man könnte sich auch vorstellen, dass es noch mehr ist, aber es ist nicht wahr. Die Zahlen sind viel, viel niedriger. Zum Beispiel in Queensland, wo es ja ein relativ hohes Risiko gibt aufgrund der Geografie. Laut einem wissenschaftlichen Artikel gab es zwischen 1971 und 2004 nur insgesamt 62 tödliche Krokodilangriffe, also etwa 2 pro Jahr. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass die Gefahren, an die man normalerweise sofort denkt, wenn es um Australien geht, gar keine so große Rolle spielen statistisch. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, Link ist in der Beschreibung. Es geht um die echten Gefahren Australiens und das sind eben gerade nicht die Krokodile, nicht die Spinnen, nicht die wilden Tiere. Das sind andere Gefahren, kleiner Teaser schon mal, zum Beispiel Autofahren und Sonneneinstrahlung. Okay, aber zurück zum Thema und zum Quiz. Welche der folgenden Australien-Fakten über Kängurus ist denn falsch? A. Es gibt Baumkängurus. B. Es gibt fleischfressende Kängurus. C. Kängurus können nicht rückwärts laufen. Ja, das klingt eigentlich alles drei total unglaublich, ne? Aber es gibt Baumkängurus tatsächlich in Nord-Queensland. Kängurus können nicht rückwärts laufen, aber was falsch ist, es gibt keine fleischfressenden Kängurus. Alle Kängurus sind ausnahmslos Vegetarier. Sehr sympathisch. Australien ist ein multikulturelles Land. Aber wie viel Prozent der Australier wurden denn nicht in Australien geboren? Sind das entweder 3% oder 30%, also nicht in Australien geboren? Die korrekte Antwort ist B, 30,7%, um genau zu sein. Eine Zahl, die vom australischen Statistikamt aus dem Jahr 2023 stammt. Und wenn wir jetzt noch hinzunehmen, dass es ja auch viele Menschen hier gibt, wo mindestens ein Elternteil im Ausland geboren wurde, dann kommen wir sogar auf eine Quote von über 50%. Australien ist eben wirklich ein super multikulturelles Land. Okay, nächste Frage und auch gleich die letzte Frage, die 20. Welche der folgenden Fakten ist denn falsch? A. Wombats haben würfelförmigen Kot. B. In Australien gibt es fast 12.000 Strände. Oder C. Sydney ist die Hauptstadt Australiens. Na, kommt ihr bei dieser Frage ins Schwitzen oder ist das für euch alles easy peasy? Also, die falsche Antwort ist die Antwort C. Die Hauptstadt Australiens ist nicht Sydney, auch wenn Sydney vielleicht international bekannter ist und viel mehr Einwohner hat, sondern die Hauptstadt ist Canberra. Canberra im ACT, Australian Capital Territory. Ja, Canberra hat ja wirklich unter 500.000 Einwohner, also wirklich eine relativ kleine Stadt im Vergleich zu diesen Ballungszentren, die wir sonst in Australien haben. Okay, wie war es bei euch? Habt ihr einige der Fragen beantworten können? Wir hoffen, dass euch diese seichte Form der Unterhaltung Spaß gemacht hat und vielleicht konntet ihr auch die ein oder andere neue Info mitnehmen, die für euren Australienaufenthalt hilfreich ist. Wenn ihr mehr Videos dieser Art wollt, dann schreibt gerne einen Kommentar. Dann können wir das gerne bei unserer Contentplanung entsprechend berücksichtigen. Das war's für heute. Ich danke euch an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Lasst ein Abo da und bis bald. Tschüss. Tschüss.
Australien, das ist für die Wüste. Australien, das ist für die Wüste, das Outback und das Greviary. Boah, ich hab's heute mit der Aussprache, ne? Australien, das ist für die Wüste, das Outback und das Great Rick.